Conda macht sich unabhängiger von der Lufthansa. Sie gründen eine, ja, soll man es kleine Schwester nennen? Ich war gestern ja in Tallinn bei dem Event von X-Fly, wo auch Attestor, der Hauptinvestor der Condor, zugegen war. Ich erzähle davon. Dann die TSA, die haben ein Boxcuttermesser, also das heißt dieses klassische Cuttermesser, was wir kennen, einem Passagier zurückgegeben. Der hat nichts Besseres damit zu tun gehabt als, ja ganz genau, einen Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, ich weiß es jetzt gar nicht, dort mit anzugreifen. Dann haben wir euch noch was Hübsches mitgebracht, und zwar aus der Welt der Lufthansa-Gruppe. Ja, so ist es. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat ein weißes Flugzeug und Airbus ist schuld. Komische Sache. Und diese und Deal haben wir auch mit Qatar Airways in der Q-Suite von Jakarta nach JFK. Ich musste nochmal nachgucken. Und dann gibt es natürlich auch noch, und ich hätte vielleicht ein Vlogger werden sollen. Ich muss den Barcode, glaube ich, zuhalten. Ja, das muss man. Den Barcode muss ich zuhalten und ich muss zuhalten. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch das. Ihr seht eine Bordkarte von Finnair. Stellt die sich scharf? Ich hoffe, das ist scharf. Ja, mit Hornnummer drauf. Ja, wie cool ist das denn? So geil ist das. Wir sitzen hier in der Lounge. Servus. Ja. Intro erstmal. Ne? Ja. 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 Mein Name ist Mario Hoffmeister. Und ich bin Lars Korsten. Ach so, nee, ach so, eigentlich nicht. Kaum ist Mario mal wieder da, wird man nicht nur, sondern auch verwirrt. Danke, dass ihr heute dabei seid. Heute aus der Lounge hier im Hilton. Executive Lounge heißt das ganz genau, am Flughafen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Alpenthema gefällt mir sehr gut. Das Licht ist ein bisschen problematisch, weil ich mich hier auf die Lichtleiste verlasse. Hier können wir ein bisschen mit spielen. Dann sind wir heller. Ja, sind wir heller, ist orange. Aber das ist der Hit. Und denkt dran, abonnieren, subscriben, wie das auf Englisch heißt, Kommentare schreiben, Glocke immer, anmachen, ja. Kanal mit, ach, ihr wisst das alles. Lass uns direkt starten. Heute, als ich wach geworden bin in Tallinn in Estland, habe ich gedacht, hey, geil, um 3 Uhr morgens deutscher Zeit, geh zum Flughafen, passiert nichts. Nee. Sitz am Gate, passiert nichts. Der Kollege, der da sitzt und die Abfertigung macht, sage ich, du, sind wir schon an Bord, die Tür ist auf? Nein, die Crew fehlt. Ich so, wie die Crew fehlt? Ja, hast du die Crew gefunden? Nein, die Crew haben wir nicht gefunden. Ich so, kein Kontakt? Nein, eigentlich nicht. Dann hat mir 6 Uhr, was Abflugzeit gewesen sein sollte, keine Crew. Dann sagt er, wir machen mal Abflugzeit auf 6.20 Uhr. Da sag ich, okay, hast du das jetzt gekriegt? Nee, das habe ich jetzt entschieden. So, um 20 nach immer noch nichts passiert. Um halb kam dann die Parole, ja, das Flugzeug ist gestern Abend spät gekommen. Die Crew hat 2 Stunden länger gebraucht. Heißt also, der Crewrest muss um 2 Stunden verlängert werden. Abflug ist um 8 Uhr. So sage ich, boah, geil, dann kriege ich ja meinen Flug nach München nicht. Also gibt es den nächsten Flug mit Finnair erst am Abend. Habe ich gedacht, ah, geiler Scheiß. So, ich in die Lounge getippelt, einen Kollegen noch geholfen, der in die USA fliegen wollte. Thema durch. Habe auch schon angefangen zu überlegen, ob ich einen Vlog draus machen sollte. Und um 8 Uhr kam die Crew mich unterhalten. Der Kollege ist jetzt übrigens auch bei Finnair Plus in der Insider-Gruppe. Also wer noch nicht drauf ist, sollte da auch reingehen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, was soll ich sagen? Wir sind nach Helsinki geflogen. Und als wir gelandet sind, bekam ich eine Nachricht. Wir haben sie umgebucht auf LH2461. Also eine Fluggesellschaft bucht dich auf eine andere Fluggesellschaft um, was ich richtig geil fand. Dann habe ich noch von denen 2x17 Euro Voucher bekommen. Einmal für die Verspätung in Tallinn, einmal für die Verspätung in Helsinki. Kriege dann meinen Sitzplatz 1C, guck mir das Ticket an. Und was sieht man? Buchungsklasse I. Und ich denke so, I. I gibt keine Meilen, weil das eine Award-Klasse ist. Also kein Double-Dipping. Jetzt darf ich bei Finnair meinen Meilen hinterherrennen. Mal gucken, wie das klappt. Jetzt sind wir in München. Ich bin quasi vor einer Stunde hier gelandet. Mach im Stress für euch die Sendung mit Mario. Und dann lasst uns auch schon mit dem richtigen Thema weitermachen. Da kann Mario ja... das sollte ich erzählen. Das solltest Marabu, du, ne? Ja, ja. Okay, Marabu. Lass mich erzählen. Marabu, das Erste, was gestern dann bei mir am Tisch gesagt wurde, Marabu, das ist doch eine Süßigkeitenfirma in aller Köpfen drin. Es wird etwas anders geschrieben, aber gut. Ja, gut. Aber Betonung ist ja ähnlich. So, ja, Marabu. Ja, na sicher. Das ist eine A320 Operation, 4 Flugzeuge, auch Neos darunter, die für die Condor
ist ja kein Geheimnis mehr, fliegen sollen ab München und ab Hamburg gebased. Diese Base, was das Geile an der Geschichte ist, ist, dass die sich natürlich von der Lufthansa unabhängig machen wollen. Ihr wisst ja, der Stress mit der Lufthansa, der da los ist, die Lufthansa... Zubringerflüge, ja, wollten deshalb, sie nicht, haben sie ein bisschen gezickt. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja. Crews sind rekrutiert, Trainings wird gemacht, die Flugzeuge stehen auch in Tallinn, habe ich auch gestern gesehen, sind noch weiß. Also kann sein, dass da nochmal Ringelschwein draus gemacht wird oder Ringelsocken, ich weiß jetzt nicht, wie man es politisch korrekt sagt, dass es kommt. Aber was schade ist, ist natürlich für die Condor selber ist das natürlich so, dass sie sagen, das ist ein Problem, weil man von der Gewerkschaft aus die Angst hat, dass natürlich Arbeitsplätze weggehen. Die Frage ist natürlich, wo gehen die Arbeitsplätze weg, die es vorher nicht gab bei der Condor? Ja, also insofern, es werden auch neue geschaffen. Ja. Und welche Branche ist internationaler aufgestellt als die Luftfahrt? Also ich meine... Deshalb, also ich finde das spannend, das Thema. Ich bin gespannt, welches Produkt an Bord ist. Ja gut, eigentlich keine Spannung, weil das wird wahrscheinlich wieder der Gartenstuhl sein, also der Sitz. Ist so, aber genau. Für einen Ferienflug. Und ein bisschen mehr Wettbewerb unter Lufthansa, Condor und TUI kann ja so schlecht für den Fluggast, also uns, auch nicht sein, oder? Ja, das ist so. Aber wie gesagt, die Gewerkschaften beschweren sich über Estland und natürlich, um Marabu noch mal zu besprechen, Marabu ist eher der Vogel. Ja. Also es hat nichts mit Süßigkeiten zu tun, Auch wenn wir hier Ölche, Tio-Chips in der Lounge haben. Also, ja. Keine Schokolade, Marabu-Schokolade. Nee, Schoki habe ich auf dem Zimmer aus Finnland mitgebracht. Super. Ja, nächstes Thema. Ja, Mario, machen Sie mal weiter, Herr Hofmeister. Eine nackte? Wollen wir jetzt zu der nackten gehen? Das ist dein Thema, Slippery Slope. Ja, natürlich. Ja, nachdem noch die Austrian mit ihrer ersten A320neo einen riesen Aufriss gemacht hat, dass man jetzt in der Neo-Welt ist, hat man jetzt eine zweite bekommen und da, die hat man einfach eingeflottet. Aber nicht nur das, die zweite ist auch noch gänzlich nackt, nämlich weiß. Also tutto, completo weiß. Wir wissen ja, dass die Lufthansa-Gruppe zwar jetzt überall weiße Triebwerke hat, um die Flugzeuge so untereinander ein bisschen verschieben zu können, aber die war ganz weiß. Zwar wissen wir, dass die Aua mehr oder weniger ja ständig klamm ist, aber so klamm nun auch nicht, dass sie nicht noch ein Flugzeug lackieren könnte, hat einen sehr profanen Grund. Airbus konnte den A320neo sozusagen nicht schnell genug zusammenbauen und liefern. Aber die Auer brauchte den Flieger, also ist er erstmal gänzlich ohne Lackierung ausgeliefert worden. Aber die Auer hat gesagt, bei der nächstbesten Möglichkeit wird aus dem weißen, komplett weißen Flieger dann auch ein Austrian Air-Flieger. Weiß nicht, was hältst du davon, dass man irgendwie es nicht mehr schafft, den Flieger zu lackieren, bevor man ihn ausliefert? Ja, ob das ein bisschen Abzüge gibt so? In der B-Note, also ich meine, wenn man sich das anguckt, haben die ja auch bei der ersten 320er keine Lackierung gehabt. Die ist ja auch nach Bratislava gegangen und hat da dann das rote Farbkleid draufgekriegt. Das nackert war ihnen dann anscheinend doch zu problematisch. Aber hey, geil für uns, das Flugzeug ist im Dienst, das Flugzeug funktioniert. Ja, es fliegt. Ja. Und von innen ist ja eher wurscht, wie es von außen aussieht, oder? Ja, also sieht man ja meist von innen auch gar nicht. Gott sei Dank. Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr dazu? Oder möchtest ihr lieber ein Flugzeug haben, das wie Frontier ist, wo Frontier mit den Tieren drauf ist? Und das ist natürlich wieder meine hammerharte Überleitung. Super geil. Ja, aber die haben auch Airbus zumindest. Ja, das stimmt. Da gab es die Geschichte, dass die TSA, das ist die Transport Security Administration. Das sind die uns bei der Gepäckkontrolle in den USA nerven, darf man glaube ich nicht sagen. Einreise. Einreise? Nee. Ja doch. Nee, das ist Zoll. Das sind die anderen. TSA, das sind die Zoll. Du meinst, aber auch bei der Einreise musst du ja erst beim TSA-Beamten vorbeischauen. Also du und ich nicht so richtig, weil wir Global Entry haben, aber... Genau. Ne? So, und der TSA-Beamte des Vertrauens hat an einem Checkpoint in Cincinnati für den Flug, und das lese ich für euch ab, die F9, das ist Frontier 1791 nach Tampa, die haben einen Boxcutter gefunden. Also ein scharfes Messer. Kannst du nicht ausdenken, ne? Ne, so ein kurzes halt. Ja. Und so ist das dann gewesen, dass der Kollege, der hat dann Flugbegleiter angegriffen damit.
Unvorstellbar. Ich meine, es ist. Ich meine, wieso, weißt du, die nehmen Messer ab und all den Quatsch. Ein Teppichmesser quasi. Ja. So, du darfst kein Messer haben, was länger als 6 cm Klinge hat. Bei einem Österreicher ist es ja sogar, dass der Stiel 6 cm nicht überschreiten darf mit Klinge. Und da gibt jemand so, also wie total Versagen. Und ich erinnere mich ja noch an Zahlen, dass die TSA zum Beispiel eine Findquote hatte, die relativ überschaubar war. Die wollte ich auch sagen. Einstellig gefunden. Ja. Das heißt, die Leute konnten da durch das Ganze bringen, durch die Kontrollen, also beim Test. Wichtig ist, dass der Kollege angeklagt worden ist und er hat halt die Interference with the Duty of a Flight Attendant. Das heißt also, er hat eingegriffen in die Aufgaben eines Flugbegleiters. Strafe $250.000 und 20 Jahre Knast. Ist schon eine krasse Strafe, ne? Ja, ich würde mal sagen, fliegen wird das in nächster Zeit nicht mehr so oft. Ja. Also die Polizei ist mit dem Taser gekommen, hat ihm da quasi da abgeschubbert. Krasse Dinge. Also da kannst du dir echt nicht vorstellen. Ich finde das schade, merkwürdig. Tja. So, dann haben wir noch einen Dearsol-Deal. Den Dearsol-Deal heute, den wir haben, ist für euch mit der Qatar Airways. Er ist von Jakarta über Doha nach JFK. Man sagt natürlich, hey, wann bin ich in Jakarta? Aber wir haben alleine 2 Zuschauer von unseren 2 Schuhscharen, die sind auf Bali, also das heißt, Jakarta ist nicht so weit weg. Nö, kleiner Scherz, pun intended. Auf jeden Fall Buchungsklasse I, das ist eine sehr schöne Buchungsklasse, Business Class. Und dann kann man fliegen von Jakarta aus, wie ich sagte, nach Doha. Wichtig ist, dass man einen Minimumaufenthalt von 3 Tagen hat, Maximalaufenthalt von 12 Monaten. Ein kostenloser Stopover in Doha ist wie immer bei Qatar erlaubt. Tja. Und das Ganze kostet $2,650 startenderweise ab. Als Returnflug der Charge für den Refund oder Cancellation ist $250. Changes sind erlaubt, aber Ticket, ihr wisst ja, wenn Ticket teurer wird, gibt es kein Geld zurück, sondern ihr müsst draufzahlen. Dann gehen wir direkt drauf, wie viele Kilometer das sind. Das gebe ich euch ja auch immer. 4.262 Meilen, 6.704 Meilen. Das Ganze dann multipliziert, weil es geht ja nochmal zurück. Das sind dann 21.923 Meilen zusammen. Meilen. Ne? Also einmal um die halbe Welt. Ihr seht das selber an dem Bild, was ich an der Flugstrecke gemacht habe, in dem wunderbaren Blue Marble. Und wie immer an dieser Stelle dann auch weiter mit den Meilen, ist ja ein One World Mitglied. Ich muss hier einmal klicken, heute ohne Aquarium. Buchungsklasse I hatte ich gesagt, Business Class, Jakarta, Doha, JFK und zurück. Da gibt es bei der China Southern 52.994, genau wie bei der Finnair übrigens auch. Die Finnair gibt gute Meilenwerte auf dem Flügen von Qatar, dann mit der British Airways 32.930, Royal Jordanien, Royal Air Maroc, ihr seht das hier alle, die das auch haben, selbst bei Qatar gibt es das und dann 27.400 wieder bei einer ganzen Reihe, bei Malaysia Airlines zum Beispiel, wobei die ja eher schwierig sind, aber nun gut, wer sammelt da, sollte da auch Punkte bekommen. Qantas natürlich macht das nach anderen Gesichtspunkten, genau wie American Airlines, deshalb da 0 Punkte. Was soll ich dazu sagen? Fliegen, kaufen, buchen. Und ihr wisst wie immer an dieser Stelle, denkt dran, Kanal liken. Das ist das Allerwichtigste. Subscriben den Kanal. Dann die Glocke anmachen, kommentieren. Das sind die 4 Sachen, das ist Pflichtveranstaltung für jeden. Dann Kanalmitgliedschaft. Kanalmitgliedschaft bedanke ich mich, wenn ihr das tut. Und das war die heutige Sendung, heute mit Mario. Ne? Ja, bedanke ich mich auch. Und je mehr Kanalmitglieder, desto öfter kann ich bei euch sein. Ne? So einfach ist das. Ja, ja, oder wenn ihr Mario weniger sehen wollt, dann halt keine Kanalmitgliedschaft. Ja, oder so, ja. Also das heißt, ihr seid schuld, wenn Mario weniger kommt. So, ihr seid's. Alles klar, danke. Und ja. Schön. Wir gehen dann gleich zum Stammtisch. Ich schneide das und dann bis ja, super. Dann. Ciao. Ciao. Und 22. Dezember ist es, ja? Ja, Frankfurt. Frankfurt. Da kommt Mario auch. Komme ich da? Du hast zumindest als Eventyl eingetragen. Eventyl, ja. Als Schauen Eventyl. Wir mal. Das ist mal. Mehr als sonst. Das stimmt. Also, bis dann. Ciao. Jetzt Ciao. Mache ich. Ich muss den Knopf drücken. Warte. Ja, langer Arm.